Achso, genau, jetzt guck mal. Ich habe nämlich was Cooles gemacht. Jetzt muss ich nur mal schauen, weil normalerweise, wenn irgendwo ein UFO ist, sind da auch mehrere, aber hier nicht. Naja, bei den nächsten UFOs, von denen wir vorbeikommen, zeige ich es euch. Ich habe nämlich neben der super starken Pistole, die echt langsam nachladen kann, auch noch eine super genaue... Ah, da sind UFOs. Genau, perfekt. Ich habe nämlich eine Sniper-Pistole gebaut. Guckt, ich habe jetzt hier die normale, die Standardpistole, die hat normale Munition, plus 5 Schaden, plus 3 Magazingröße, aber minus 3 Nachladegeschwindigkeit. Und das zweite Set, das ich gemacht habe, hat plus 3 Reichweite und plus 4 Genauigkeit. Ich will das auf jeden Fall noch pimpen, damit das noch ordentlich besser wird. Aber es ist schon mal ziemlich gut, um die UFOs abzuschießen, die bis jetzt immer für uns in absoluter Ferne waren, nicht erreichbar. Die Bronze-UFOs konnte ich ja leicht abschießen. Jetzt kann ich auch die Silber-UFOs total leicht wegschießen. Manchmal droppen die aber nichts und ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist oder nicht. Man weiß es bei dem Spiel halt nicht. Und sogar die Gold-UFOs funktionieren meistens, auch wenn da die Reichweite eigentlich noch nicht gut genug ist. Mein Visier wird nicht rot, aber genau, klappt. Das ist schon ziemlich cool. Warte mal. Ah, hier liegt doch was. Eine hochwertige Glasperle. Und ein Eichhörnchenfell. Ich dachte ursprünglich in den schwer zu erreichenden UFOs, es ist besserer Loot, aber scheinbar nicht. Meine paar wenigen Experimente, die ich dazu bis jetzt gemacht habe, sprechen gegen die Theorie. So, jetzt passt auf. Gehen wir mal kurz zu Emma, ob die vielleicht schon ein neues Skateboard-Training für uns hat. Weil die hat gesagt, wir müssen den Trick so lange machen, bis er uns langweilig wird. Und dann haben wir, hat unser Charakter gesagt, wir sind quasi, das ist wie Karate Kid, sie ist unser Mr. Miyagi. Jetzt gehen wir mal zu Mr. Miyagi und schauen, ob wir schon bereit sind für den nächsten Skateboard-Trick. Oh, you're still here, Agent York? Oh, Emma, große Meisterin! Ich habe die hohe Kunst des 360 Power Slides gelernt. Tag und Nacht widme ich mich der Übung mit großer Hingabe ohne Unterlass. Schon klar, dann machen wir jetzt mit dem nächsten Trick weiter. Yes! Das wollte ich. Ich bitte darum. Yay! Finde ich voll gut. Einfach so? Warum nicht? Nun, ich dachte, es gibt vielleicht eine Abschlussprüfung oder sowas. Nee, wozu denn? Ich sehe ja schon an deinem abgewetzten Rollen, dass du die Wahrheit sagst. Oder willst du unbedingt eine Prüfung haben? Nein, nicht im geringsten. Was ich will, ist so schnell wie möglich ein neues Ventil für meine überbordende Leidenschaft zu finden. Mit anderen Worten, bitte bring mir den nächsten Trick bei. Okay. Hi Flatbrain Jackson, hallo. Okay, hier ist die zweite Strecke. Moment, müsste das nicht schon die dritte Strecke sein? Na dann los, Skater Boy. Hau mich aus den Socken. Was müssen wir denn jetzt machen? Der Olli. Okay. Dann lernen wir jetzt die Kunst des Olli. Cool, jetzt können wir mit dem Skateboard endlich einfach springen. Ich dachte schon, das geht nicht, aber das ist super. Das ermöglicht uns echt ziemlich coole neue Fortbewegungsmöglichkeiten. Skateboard-Parcours Stufe 3 freigeschaltet. Dann üben wir mal den Olli. Was kriegt man denn hier so für Belohnungen? Ach so. Na gut, okay. Los geht's. Okay. Ah, das war nicht so gut. Das müssen wir wirklich noch üben, scheinbar. Okay, Achtung. 360. Wow. Okay. Yeah. Mist. Das ist teilweise nicht so leicht. Ich fände es cool, aber so ist es leider nicht. Wenn es wäre wie bei Tony Hawk früher, dass ich gedrückt halte und wenn ich loslasse, springt er. Das war eigentlich ein gutes System. Ist hier leider nicht so. Hier muss ich kurz bevor ich springen will, springen drücken. Aber immer mit ein bisschen
Verzögerung eingeplant. Na gut. Ah, und wenn ich gerade Schwung hole, geht's sowieso nicht. Oh Mann, ey. Ja gut. Es ist noch kein Olli Meister vom Himmel gefallen. So ein guter Olli will gelernt sein. Das war super. Yeah. Machen wir einfach unseren 360 Power Slide. Oh Gott, ey. Na, ob das noch eine Goldmedaille wird? Ich glaube schon. Damn, das ist aber wirklich gemein. Muss ich da unbedingt hoch? Kann ich auch außen rum fahren? Schauen wir mal. Ja, es geht auch so. Ja! Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich habe immerhin alle Flaggen erwischt, aber man muss alle Flaggen erwischen, wenn man gewinnen kann. Trotzdem, immerhin. Zuckerrohrhalm. Okay. Oh, für Bronze hat's gereicht. Wir kriegen immerhin einen Lolli. Als Trostpreis wahrscheinlich. Cool. Okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt weiß ich die hohe Kunst des Ollis zu würdigen. Das geht schon wieder gut los. Ich könnte zwar hier Powers leiden, aber ich versuche absichtlich zu ollien, damit ich es lerne. Damit ich ein Gefühl dafür kriege, wann man drücken muss. Okay. Nein, come on. Das ist einfach echt nervig von dem Spiel. Die Flaggen haben so eine winzige Hitbox. Das ist wirklich gemein. Okay. Jetzt aber. Warum sollte ich hier eigentlich nicht einfach nur... Naja gut, es geht ja darum, den Olli zu lernen. Komm, mach den Olli. Okay. Mit so wenig Schwung ist es schwierig. Ich komme hier nicht mehr durch, glaube ich, oder? Nee, da brauchen wir mal Anlauf. Okay, jetzt aber. Yeah! Komm schon! Francis! York, Morgan! Was wird denn das, wenn's fertig ist? Der zweite Run ist irgendwie noch schlechter als der erste, oder? Okay. Ich finde es so gut, dass ich jetzt auch ohne Schanzen springen kann. Mensch, aber ich komme da nicht hoch. Das ist ganz schön schwierig. So. Hey, es ist eine Bestzeit. 10 Sekunden besser als beim ersten Mal. Man mag es kaum glauben, oder? Aber tatsächlich. Okay, nochmal. Gold oder Leben? Ah. Nein. Jetzt stecke ich fest. Jetzt stecke ich fest. Komme ich nicht mehr raus. Okay, aufgeben. Ah, na gut. Super! Das hast du wirklich gut hingekriegt. Ohne Ollis wäre es fast unmöglich gewesen, diese Strecke rechtzeitig zu schaffen. Damit hast du jetzt den zweiten Trick gelernt. Großartig immer. Wirklich ganz fabelhaft. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Skateboard mit meinen Füßen verschmilzt. Durch diesen Olli werden sich mir ganz neue Wege erschließen. Vielleicht hilft es dir ja sogar bei deinem Fall weiter, wer weiß. Da bin ich sicher. Keine Sorge, der Fall ist bei mir in besten Händen.
die Macht des Ollis. Übrigens, Emma, was ist der nächste? Nix da, keine Chance. Aber... Wie oft soll ich es denn noch sagen? Boarden zu lernen braucht Zeit. Der Olli lässt einen Skater viel Raum zum Improvisieren, aber das macht ihn auch riskant. Du musst erstmal eine ganze Weile fahren und völlig damit vertraut zu werden. Wenn ich den Eindruck habe, dass du weit genug gefahren bist, bringe ich dir den nächsten Trick bei. Es hilft alles nichts, Zack. Wir müssen tun, was Mr. Miyagi von uns verlangt. Man könnte sagen, andere Länder, andere Sitten. So wie in Karate Kid 2. Sengende Sonne, tropische Schwüle und Zuckerrohrplantagen. Le Carré ist genau wie Mr. Miyagis Heimat auf Okinawa. Wir werden so lange in der Stadt herumfahren, bis unsere Meisterin uns für würdig befindet. Gib's zu, Zack. In Wirklichkeit haben wir doch einen Heidenspaß damit, oder? Ich meine, es ist schon cool. Okay, cool. Wir haben den Olli gelernt. Ich will jetzt aber trotzdem den Olli-Parcours nochmal besser machen, weil so geht das nicht. Oh, Kraft der Liebe freigeschaltet. Ist das denn der nächste Skateboard-Ding, wenn wir den Olli gemeistert haben? Also wenn wir lang genug rumfahren? Vielleicht. Okay. Jetzt wird's ernst. Das gibt's echt nicht. Die erste Schanze ist unmöglich. Ich werde in Zukunft um die erste Schanze rumfahren. Lektion gelernt. Vielleicht ist das die Lektion, die mir unsere Mr. Miyagi hier beibringen will. Man kann nicht über jede Hürde springen. Manchmal muss man einfach außen rumfahren und wenn man noch so viel Olli beherrscht. Wahrscheinlich ist es genau das. Yo! Das war gut. Ah, zu früh gesprungen. Ach, komm schon. Es ist doch gemein. Ob die Kinder von heute noch Karate Kid kennen, das ist eine gute Frage. Wurde das nicht mal... Gab es da nicht ein Reboot oder sowas, der irgendwie ganz furchtbar war? Oder zumindest nicht so gut halt. Kennen wahrscheinlich, aber... Ob sie es noch wertschätzen können, das ist die Frage. Ich schätze mal eher, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube, das kennen wir auch aus unserer Kindheit und Jugend, gerade so von den Simpsons und so, dass die Referenzen kennen, die Zitate, aber gar nicht wissen, woher die kommen. Das gibt es nicht, aber ist egal. Die Münzen sind, glaube ich, wirklich nur Geld für uns. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, ob die zur... Gesamtwertung beitragen. Ah, wir waren nicht mal so gut wie beim letzten Mal zeitmäßig. Achso, warte mal, die Zeit zählt rückwärts. Das heißt, wir waren schlechter. Ja, doch. Aber ein neuer Höchstpunktestand. Yeah. Trotzdem nochmal. Sag mal, das muss doch jetzt hinhauen. Ich versuche jetzt Ollis zu vermeiden, so gut es geht. Die sind einfach echt bekloppt, die Ollis. Die funktionieren einfach nicht. Ich glaube, ich habe ein kaputtes Board bekommen oder so. Nein! Ah. Komm schon, wir müssen uns ein bisschen anstrengen, Francis. Wir bringen unserer Skateboardmeisterin Schande. Wow! Was war denn das für ein Mörder-Jump? Also das muss Bonuspunkte geben, oder? Eigentlich. Mein Gott. Wir sind die halbe Strecke haben wir überflogen. Ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber das war mal ein Sprung. Nicht schlecht. Komm schon. Das gibt es nicht. Ja, dieser Olli ist hardcore. Yeah.
jetzt ernst. Ah, ich halte den Sprung für unmöglich. Nee, nachdem ich gerade so krass abgehoben bin, halte ich nichts für unmöglich. Aber ich weiß nicht, ob das Abheben gerade Absicht war, ob das ein Glitch war oder nicht. Oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Immerhin, für Silber hat's gereicht. Einmal noch. Komm, ich hätte schon gern Gold, damit es einfach abgeschlossen ist und ich nicht mehr hierher kommen muss. Nie wieder. Die erste Hürde muss man einfach überspringen. Umfahren meine ich. Wieder was gelernt. Okay. Ganz ruhig bremsen. Und ja. Auch hier ganz chillig die eine Kiste kaputt machen. Langsam durch die Flaggen fahren ist immer noch viel schneller als umdrehen müssen, wenn man da dran vorbeifährt. Ja, das war jetzt nicht so günstig. Aber gut. Lief schon schlechter. Lief schon schlechter. Auch wenn es vielleicht nicht optimal war, aber immerhin. Nein, das gibt's nicht. Ich hasse es. Dabei habe ich doch schon so viel Fliegen um mich rum. Ich hätte gehofft, die sorgen vielleicht für Auftrieb. So ein Fliegenvortex, der mich nach oben wirbelt. Aber scheinbar reichen die Fliegen noch nicht. Also wir brauchen dringend mehr Fliegen, habe ich gelernt jetzt hier während des Parcours. Oh, das war knapp. Ich meine, es gibt sogar wirklich einen Haufen Fetische, auch extra für Skateboard. Ich habe sogar einen, ne? Haltbarkeit vor allem. Ein bisschen Beschleunigung, ein bisschen Fahrverhalten. Aber theoretisch könnte man auch das Skateboard noch ordentlich pimpen. Aber wir schaffen das jetzt auch ohne Pimpen, Mensch. Hoffe ich. Vielleicht. Einmal noch. Ein großer Verbandskasten. Na dann, her damit. Rasanter Weihrauch könnte uns zum Beispiel helfen. Rasanter Weihrauch könnte genau das sein, das wir brauchen, um schneller zu fahren. Ach, warum versuche ich es eigentlich immer wieder? Ich denke mir, es muss doch möglich sein. Vielleicht ist es nicht möglich. So. Gott sei Dank, drüber gekommen. Immerhin. Das war nicht ganz sauber, aber ich glaube, das gibt keine Abzugspunkte. Wenn man durch diese Kisten durchcrasht, hat man ungefähr 2 Frames währenddessen. Da muss man wirklich vorher schon exakt ausgerichtet sein und dann einfach hoffen, dass es gut geht. Oh, come on! Ja, vielleicht brauche ich da wirklich erst noch die passenden Fetische. Aber gut. Das war ein neuer Rekord. Und was für einer. Das gibt Rang A. Das ist ein Goldrang. Die sind meistens auch wirklich nicht so schwer zu erreichen. Bis jetzt zumindest. Ah, oh, es hat nicht gereicht für einen Goldrang. fast 2600 Punkte. Wie viel bräuchte ich denn? 2700. Huiuiui. Nicht schlecht. Einmal noch. Ich würde das echt gern schaffen. Aber ich komme auch, von mir aus kommen wir dann auch später mit dem richtigen Equipment wieder. Mit ein paar Power-Ups. Wird alles leichter.
schlecht gesprungen. Aber jetzt müssen wir ganz stark abbremsen. Sonst kriegen wir die Kurve und die Fahne hier nicht. Ah, come on. Der Sprung kann halt so einen Run dann einfach vermasseln, weil da gibt es kein Drumherum. Entweder drüber oder nicht drüber. There is no try. Do the ollie or do not the ollie. There is no try. Ich komm nicht mehr. Es ist vorbei jetzt. Komm nicht mehr. Geht nicht mehr. Ja. Yeah. Das war perfekt. Leider halt erst beim vierten Anlauf oder so. Ich hab die Sprungtaste gehämmert, wie blöd. Ich habe gar nicht aufgehört, die zu drücken die ganze Zeit. War nicht möglich, hier nochmal zu springen. Leider. Ach, Mann, ey. Okay, ich will nochmal. Das gibt's ja nicht. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wir werden hier Gold holen. Schluss steht nämlich schon immer irgendwas von wegen Bonuspunkte, aber ich weiß nicht, für was ich die Bonuspunkte krieg eigentlich. Deswegen, keine Ahnung. Oh Gott, das ist schon echt hart. Aber gut gestanden, auf jeden Fall. Ach ja, Tony Hawk, Pro Skater, war schon cool, ne? Muss man mal schauen. Ist da nicht jetzt eine offiziell schon eine Remastered-Version irgendwie von Tony Hawk Pro Skater 1 oder 2 oder irgendwas angekündigt worden oder so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwas wurde da angekündigt. Ist vielleicht ganz cool. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Schaue ich mir mal an. Oh, heute wurde auch auf Twitter geteased, aber halt noch nichts Offizielles, dass tatsächlich bald schon eine Tomb Raider Collection angekündigt wird mit allen klassischen Spielen. Was jetzt genau alle klassischen Spiele sind, weiß man halt dann nicht. Aber das klingt auch ziemlich interessant, finde ich. So eine Lara Croft Classic Collection wäre schon cool. Es gibt echt. Es ist schon echt hart, da drüber zu springen. Das haben die wirklich hart gemacht. Wow, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, ich bin viel zu spät dran. Man kann da kein zweites Mal springen. Unmöglich. Naja. Das wird wohl kein neuer Highscore. Nächsten Monat kommt das Mafia Remake. Ah, auch nicht schlecht. Ich hoffe, die haben das Autorennen ein bisschen genervt.
ein bisschen angepasst. Das war damals unmöglich. Aber das wurde ja damals schon gepatcht. Ich habe das nur nicht mehr mitgekriegt. Als ich das gespielt habe, als es neu war, war das Autorennen einfach unmöglich zu schaffen damals. Das wurde dann, glaube ich, schon im Original noch gepatcht, aber zu spät für mich. Das Wochenende kriege ich nicht wieder, das ich da mit zwei Freunden gemeinsam verbracht habe und wir abwechselnd immer wieder dieses Autorennen gemacht haben. Immer, 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 immer wieder. So ein bisschen wie jetzt hier das Skaten, nur eben mit einem alten Rennauto. Haben die einen Namen? Formel 4. Stimmt. Grundsätzlich war das nämlich eine coole Passage, aber verdammt nochmal war der Schwierigkeitsgrad von dem Rennen hoch. Da haben sie ein bisschen, also wow. Ich glaube, das ist so ein Fall von Entwicklerblindheit gewesen. Wenn man einfach den ganzen Tag an so einem Spiel entwickelt, dann kommt einem alles super leicht vor. Also das war ja, bei Retro-Spielen merkt man das noch oft, aber auch heute noch in Spielen, ist es dann oft so, dass die Entwickler erstaunt sind, wie leicht die ein Spiel machen müssen für die ganzen Spieler. Das hört man immer wieder in so Interviews und sowas, dass die Spiele in der Entwicklungsphase quasi viel zu schwer sind. Aber es ist eh ganz klar, die spielen das halt den ganzen Tag. Also die entwickeln dran rum, aber spielen natürlich auch immer wieder und haben einfach ein perfektes Gefühl für alles und für die ist das alles ganz selbstverständlich und natürlich. Und wenn dann irgend so ein Noob an den Controller kommt, dann wow. Nach dem Patch war es wiederum zu einfach. Ah ja, gut, das ist dann blöd. Ich glaube, wir hatten alle ein Game, das uns zur Verzweiflung gebracht hat. Ich glaube, ich hatte schon viele Spiele, die mich zur Verzweiflung gebracht haben. Eigentlich, es kommt immer darauf an, wenn mir ein Spiel Spaß macht, mag ich das ja sogar ganz gerne, wenn es mich irgendwie fordert. Wenn ich dann auch mal ein bisschen hängen bleibe und ein bisschen mich verbeißen muss, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Ich glaube wirklich, so die ersten 10 Versuche oder so von diesem Rennen haben mir auch echt Spaß gemacht. Dann hat halt schon langsam der Frust eingesetzt. Ansonsten fällt mir auf jeden Fall noch Ornstein und Smaug ein aus Dark Souls 1. Mit denen bin ich ganz schön lange hängen geblieben. Yes! Okay, das hat unser Momentum ganz schön genommen, der Sprung. Ja! Wow! Das war ein wahnsinnig guter Run. Ich bin gespannt, ob das für Gold reicht. Ich glaube schon, oder? Ja! Puh! Cool, das war nicht schlecht. Lucario, hallo! Da fällt gleich alles vom Schreibtisch vor lauter Aufregung hier. Cool. Ich würde sagen, den Olli haben wir gemeistert. Wir sind jetzt Meister Olli. Ihr könnt uns jetzt Meister Olli nennen. Uns? Ja, natürlich. Uns. Wir sind jetzt Adel. Skate-Adel. Zusammen mit Tony Hawk und... So, ich kenne keinen anderen. Sind wir jetzt im Skate-Himmel. Boonga. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realm? Okay. Gut, gut. Na? Dann schauen wir mal. Das nächste Foto, die Tankstelle. Ja, nee, keine Ahnung. Die Tankstelle habe ich rein zufällig gefunden. Ich weiß leider echt nicht, wo die ist. Das Foto dagegen weiß ich, glaube ich, ungefähr, wo das ist. Supermeister Olli, genau. Aber wenn ich so an so Super Nintendo und NES vor allen Zeiten denke, gibt es unzählige Spiele, die mich
wahnsinnig gemacht haben, die mich so frustriert haben, aber gleichzeitig so cool waren. Aber gerade fällt mir nur so die Klassiker ein. Ghosts and Goblins natürlich, aber das hat jeder auf seiner Frustliste. Sparkster. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sparkster war eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ziemlich cooler Action-Side-Scroller. Aber auch höllenschwer. Und Earthworm Jim 3D. Ja, ich hätte das Spiel so gerne gemocht. Aber leider ist es einfach so eine Katastrophe. Aber damals ist man halt noch ein bisschen naiver an Spiele rangegangen und ich habe schon gemerkt, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich habe damals noch nicht so ganz überrissen, dass es einfach ein echt schlechtes Spiel ist. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe mir das geholt, das Spiel sogar, Earthworm Jim 3D, habe es dann eine Zeit lang gespielt und habe es dann wieder gebraucht verkauft, weil es mir einfach echt keinen Spaß gemacht hat. Und nach ein paar Monaten dachte ich mir, ah, vielleicht habe ich es nur falsch gespielt, vielleicht ist es doch cool, es ist immerhin auch Earthworm Jim. Und habe es wieder gekauft, gebraucht, habe es aber dann wieder verkauft. Ich habe dem Spiel so viel Chancen gegeben. Aber es hilft einfach nichts.